Ihr seid auf dem Hanover-Kanal, ich bin der Frank. Herzlich willkommen zum neuen Video. Es geht heute um Bodenabläufe spülen. Ja, das ist so ein Ritual. Der eine oder andere kennt es vielleicht. Ich möchte es mal näher beleuchten. Wie geht das? Was ist zu beachten? Und was sind dann die Lehren daraus? Wir steigen gleich ein. Bodenabläufe, ein Schwerkraftteich hat Bodenabläufe, über den der Schmutz vom Teich zum Filter gelangt. Die Bodenabläufe sollten im Zentrum der Strömung sitzen, also ziemlich in der Teichmitte. Das ist oft nicht der Fall, wenn es ein älterer Teich ist. Die neueren erinnern sich wieder zusehends an die Maßgabe, dass eben ja der beste Abtransport ist in der Mitte. Die Bodenabläufe spülen geht folgendermaßen. Die Anlage läuft, ihr schiebert die Zuleitung zum Filter ab, je nachdem wie ihr das gemacht habt, mit Zugschieber, mit Standrohren, mit Absperrscheiben und, völlig egal wie. Dann zieht es den Filter leer oder zumindest ein Stück weit leer. Und bevor die Pumpe röchelt spätestens, tut ihr mehr oder weniger schlagartig dann ein Rohr öffnen. Ja, wenn es zu schlagartig ist und eure Verrohrung ist nicht gut, dann kann sein, die haut euch auseinander. Deshalb müsst ihr da ein bisschen, muss ich da ein bisschen vorsichtig sein, wie ich es formuliere. Aber eigentlich ist der Effekt natürlich am besten, wenn ihr schnell eine Leitung öffnet. Und dann kommt so schwallmäßig jede Menge Wasser aus dem einen Rohr in den Filter. Und der Wasserstand in der Filterkammer, zum Beispiel im Trommelfilter, Endlosbandfilter, Bürstenfilter, steigt dann wieder an. Und jetzt wird es spannend. Ja, jetzt wird es nämlich spannend. Was kommt da? Kommt da annähernd Klarwasser? Also im Prinzip kaum was anderes als sonst auch. Kommt da etwas mehr Dreck? Kommen da ein paar Sedimente? Kommt da eine richtige dunkle Brühe? Oder es kommt fast gar nichts, weil das Rohr verstopft ist? Das sind mal so die Möglichkeiten. Und je nachdem kann man jetzt das Ergebnis natürlich bewerten, interpretieren und weiß auch ein Stück weit, wo man steht. So, und das machen wir jetzt gleich mal. Wenn da sozusagen klar Wasser kommt und sonst so gut wie nichts anderes, sondern richtig viel Wasser, dann können wir davon ausgehen, dass diese Leitung so viel Strömungsgeschwindigkeit hat, Meter pro Sekunde, dass da nichts liegen bleibt. Dann seid ihr so bei irgendwo zwischen 0,3 bis 0,5 Meter pro Sekunde meistens. Oder anders gesprochen, wenn euch das mehr sagt, so 8000 Liter und mehr pro 110er Rohr. Aber wirklich echte 8000 Liter, nicht geschätzte, nicht irgendwie vielleicht und die Pumpe bringt so viel, dann denke ich, ist es so viel, sondern echte 8.500 Liter, dann bleibt normalerweise nichts liegen, außer ihr habt eine sehr ungünstige lange Verrohrung mit vielen Bögen, dann solltet ihr etwas höher sein, dann vielleicht eher Richtung 10.000 Liter. Ist es aber eine kurze, elegante, smarte Verrohrung, dürfen so 8.500 Liter sein. Aufwärts. So, wenn da nichts Spezielles kommt, aber schon richtig viel Wasser, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr kein Problem habt. Dann Haken dran, die Leitung schüttet richtig und bildet keine Ablagerungen und setzt sich nicht zu. Wenn etwas mehr kommt, also noch ein bisschen Dreck mit, aber nicht dramatisch, dann würde ich auch noch sagen, das klingt noch gut, vielleicht so in der Ampel, rot, grün, gelb, würde ich sagen, das ist dann vielleicht gelb. Und wenn jetzt richtig eine dreckige, dicke, dunkle Brühe kommt, also viel Dreck, oder im Extremfall, wenn da kaum was kommt, weil die Leitung zu ist, verstopft, dann geht die Ampel natürlich auf rot und dann zeigt euch das zwei Dinge. A, ihr müsst die Leitung jetzt wirklich mal säubern, vielleicht mit einem Hochdruckreiniger. Aber B, und das ist das viel Wichtigere, ihr müsst die Geschwindigkeit auf der Leitung erhöhen, indem ihr zum Beispiel die Pumpenleistung erhöht oder vielleicht sind auch die Bodenablaufdeckel zu dicht am Boden, also zu wenig Abstand, ganz verschiedene Gründe geben. Aber am Ende des Tages geht einfach zu wenig durch dieses Rohr.
So, ich habe es jetzt angefangen mit einem Rohr. Das spielt dann natürlich für alle Rohre durch. Also nachdem sich das jetzt wieder beruhigt hat und ihr vielleicht mal, wenn es ein Trommelfilter ist, auch das Gewebe gespült habt, dann riegelt er wieder das offene Rohr ab, sodass wieder der Wasserstand deutlich sinkt im Filter und spült es dann Stück für Stück für jedes einzelne Rohr durch. Am Ende des Tages habt ihr gesehen, gibt es einzelne Rohre mit Problemen oder mehr oder alle Rohre oder kein Problem auf allen Rohren. Also ihr könnt es dann ziemlich genau analysieren und habt sozusagen so ein Abbild von eurer Anlage und entsprechend auch eine Bewertung eurer Rohre im Verhältnis zu eurer Umwälzung. Und wer jetzt eben sagt, okay, ich habe da zugesetzte Rohre, dem kann man nur empfehlen, schau, wo der Engpass ist. Sitzen die Deckel zu tief? Hast die Pumpe zu weit reduziert oder eine zu kleine Pumpe gekauft? Oder. Am Ende des Tages kann man nur sagen, erhöhe die Umwälzmenge auf diesem Rohr oder vielleicht sogar auf allen Rohren. Wo ich überhaupt kein Freund davon bin, ist das Abschiebern von Rohren. So nach dem Motto, hier tue ich diesen ersten Bodenablauf ein bisschen drosseln, dem zweiten gebe ich ein bisschen mehr und der dritte ist noch stärker gedrosselt. Vollgas bringt Teichspaß. Wenn das jetzt auch ein bisschen salopp ist und ein bisschen so eine Floskel, ist da viel Wahrheit dahinter. Also richtig durchrauschen und nicht hier und da ein bisschen reduzieren. Nee, reduzieren ist tabu, gibt's gar nicht. Also das können wir komplett vergessen. Die Absperrgarne sind für eine Wartung. Aber im laufenden Betrieb sollte nichts gedrosselt sein. Also zumindest nicht an der Seite. Wenn ihr eure Pumpen drosselt, okay, wenn das vertretbar ist, aber nicht irgendwie Rohre drosseln auf der Zulaufseite. Das auf gar keinen Fall. So. Die Hauptmessage ist, dieses Rohr spülen. Zum einen ist es ein positiver Effekt. Eure Anlage ist danach wieder effizienter. Es geht mehr durch die Anlage durch. Aber ihr habt quasi so eine Art TÜV gemacht. Ihr seht genau, gibt es Probleme mit Rohren oder gibt es keine. Und deshalb, wer das noch gar nicht gemacht hat oder wenn das Rohrspülen schon wieder Ewigkeiten her ist, macht es mal und dann, falls ihr Probleme findet, räumt ihr die im nächsten Schritt aus dem Weg. Das ist mein Rat für heute. Wenn ihr damit was anfangen konntet, lasst gerne einen Daumen hoch da, macht ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Bis bald mal wieder. Ciao.